Marinus Veit, Gratulation zum vierten Platz bei der Junioren-Europameisterschaft beim Einzel. Das war knapp heute. Ja, es war ganz schön knapp. Was ist größer? Die Enttäuschung, dass mit einer kurz vorher vom Podest gestoßen worden bist oder das super Ergebnis? Ja, die Enttäuschung, die war schon ein bisschen da natürlich, weil es halt wirklich ganz lang für den dritten Platz gelangt hätte, aber die Freude überwiegt eigentlich auf jeden Fall, weil 4x0, das ist eigentlich ein Ergebnis, das wo ich bis jetzt halt im Wettkampf ganz, ganz selten oder noch nie eigentlich bringen habe können, und auf das bin ich eigentlich extrem stolz, und da freue ich mich wirklich, dass es am Schießstand dann alles so aufgegangen ist, wie mir das ja irgendwie vorgestellt habe und irgendwie gewünscht habe. Jetzt so die letzten Wochen im Training ganz hart dafür gearbeitet. Und wie läuft man da zum letzten Stehendanschlag, wenn man weiß, man hat jetzt 3x0 geschossen? Kann man da alles andere ausblenden oder schon, denkt man schon ans Podest? Nein, so weit habe ich eigentlich überhaupt nicht gedacht. Also es war schon so, ich hab natürlich schon gewusst, dass ich jetzt 3x0 geschossen habe. Aber ich war wirklich so froh, dass dann das letzte Schießen gekommen ist, weil ich wirklich schon so kaputt war nach der dritten Runde, dass ich dann echt froh war, dass ich zum Schießen habe dürfen, dass ich dann nochmal eine kurze Pause gehabt habe. Und trotzdem null geschossen, ja. Ich habe mental extrem viel gearbeitet die letzten Wochen, und das war mit Sicherheit auch irgendwas, wo mich dann da weitergebracht hat und wo ich wirklich dann mental mir extrem gut drauf einstellen habe können. Was sagst du zur Strecke? Warst du schon mal in Novo Mesto? Nein, ich bin das erste Mal in Novo Mesto und bin echt überrascht, wie schön das da ist und wie toll das Feeling da ist, auch das Stadion. Das sind ganz andere Dimensionen wie das, was man halt so ein bisschen gewohnt ist. Es ist mit Sicherheit der größte Weltcup da, und es ist schön, dass man auf so einer Runde, oder ich bin auch stolz, dass ich auf so einer Runde überlaufen darf. Und wie ist dir die Strecke als solche gekommen? Eigentlich liegt mir das schon so bergig, und wenn so ein bisschen viel Kurven drin sind und so, das ist eigentlich schon voll meins, aber heute ist relativ wenig gegangen auf der Runde. Ich glaube, dass ich da eigentlich ein bisschen mehr kann, aber ich bin trotzdem stolz, dass dafür das andere halt ganz gut funktioniert hat. Kannst du mit Recht stolz sein auf den vierten Platz. Ja, danke. Ich wünsche mir morgen einen guten Regenerationstag. Ja, danke. Und dann das sehen wir uns bei brauche jetzt auch. Ja, danke für euch. Danke. Danke. We want to do a quick picture with you.